Und es wurde selten über ein Ergebnis so viel diskutiert, so viel geschrieben wie im vergangenen Monat. Das lag sicherlich an den beiden Titeln, die am Ende das Rennen unter sich ausgemacht haben. Da war einmal ein, ich möchte fast sagen, Protestlied von Wolf Mahn, Tschernobyl, und zum anderen ein klassischer deutscher Schlager. Und der hat das Rennen gemacht mit weit mehr als 30%. Hier sind sie noch einmal, die Flippers mit der roten Sonne von Barbados. Verkaufscharts auf Platz 14 und bei uns, Olaf, du bekommst ihn, aber er gehört euch allen auf Platz 1. Jetzt gehört er euch. Herzlichen Dank. Olaf, hat der Olaf auch Ton? Das wäre schön, sonst kriegst du meins. Olaf, ich habe ein Foto von euch gesehen, die Tage in der Zeitung aus dem Jahre 1969. Abgesehen davon, dass die Haare noch ein bisschen tiefer saßen teilweise, da waren zwei andere dabei noch. Ja, ist richtig. Was machen die heute? Ja, die gehen ihren Berufen nach, die sind also nicht mehr dabei. Machen was Anständiges. Ja, die machen was Anständiges, richtig. Gut, und ihr habt einen Erfolg, der fast so groß ist wie Weine nicht, kleine Eva, und dafür freue ich mich für euch. Bedanke mich fürs Kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank den Flippers. Servus. Tschüss.